Der amtierende Weltmeister trifft auf den Ex-Weltmeister. Frankreich fordert Deutschland in der Nations League. Goal und Bet365 präsentieren die besten Quoten. Matchquoten: Bet365 Deutschland 2.50, Unentschieden 3.30, Frankreich 2.80. Ich finde das Format gut. Natürlich gibt es auch kritische Stimmen, dass man den nächsten Schritt Richtung Kommerzialisierung geht. Für uns als Sportler und Wettkampftypen ist es besser als ein Testspiel, sagte Thomas Müller vor der Partie. Das Spiel hat auch eine gewisse Symbolik und der wollen wir gerecht werden, und dann schauen wir nach dem Spiel auf die Tabellensituation, so Müller. Die Symbolik im Spiel gegen den Weltmeister ist klar, die Partie wird zeigen, wo die deutsche Nationalmannschaft wirklich steht. Beim letzten Test im November 2017 trennten sich beide Nationen mit 2:2. Sollte es erneut torreich zugehen, bringt das vielversprechende Quoten. Fallen mehr als 2,5 Tore im Spiel, steht die Quote bei 1.95. Fallen erneut 4 oder mehr Treffer, bringt das eine 3.25. 06 September 2018, 20.45 Uhr Allianz Arena, München. Die Franzosen kommen mit dem WM-Kader nach München. Dort will das Team von Didier Deschamps seine Favoritenrolle untermauern. Sein Team werde noch besser, hatte der Trainer nach dem WM-Sieg gesagt. Dabei gilt es auch eine Serie zu verteidigen, seit 11 Länderspielen ist die Equipe Tricolore ungeschlagen, kommt das 12. Spiel in Serie dazu, liegt die Quote bei 1.55. DFB-Team VS Frankreich, beide Teams treffen, Quote 1.66, entstand 1:1, Quote 6.00, die Quoten entsprechen dem Zeitpunkt der Erstellung des Artikels. Spielen Sie verantwortungsbewusst. Glücksspiel kann süchtig machen.